Zu Beginn eines Jahres ist es das Dauerbrenner-Thema, die guten Vorsätze. Hast du sie? Hältst du sie noch ein? Hältst du sie auch wirklich so lange ein, wie du dir es vorgenommen hast? In den meisten Fällen lautet die Antwort nein. Denn es ist wahnsinnig schwer, sein Verhalten mal ebenso, weil der 1. Januar gerade um die Ecke gekommen ist, dauerhaft zu verändern. Es gibt Methoden, das Verhalten zu verändern, aber die guten Vorsätze, möglichst noch groß formuliert, die sind nicht so wahnsinnig gut dazu geeignet. Wenn es um gute Vorsätze geht, egal ob am Anfang des Jahres oder wenn jemand bei mir im Coaching sein Verhalten verändern möchte, dann habe ich immer einen ganz banalen, aber meiner Meinung nach sehr wichtigen Tipp und der lautet Start small, also klein anfangen mit ganz kleinen Veränderungen und auch nur erstmal über einen kleinen bzw. über einen kurzen Zeitraum. Natürlich sind nicht unbedingt bei mir im Coaching, aber generell im Bereich gute Vorsätze so die Gesundheitsthemen immer ganz, ganz weit vorne. Sagen wir mal, du hast eine gute Freundin und die möchte endlich mehr für ihre Gesundheit tun und sie ist so ungelenkig und sie möchte sich mehr stretchen. Dann ist es ziemlich schwierig, wenn sie sich sowas vornimmt wie, ja, ab sofort werde ich nach jeder Sporteinheit ganz ausführlich 10 Minuten stretchen und das mindestens 3-mal die Woche und das natürlich für das ganze nächste Jahr. Das ist Quatsch, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Start small heißt in diesem Kontext wirklich klein anzufangen. Hier könnte zum Beispiel eine 5x5-Regel helfen. Also zum Beispiel kann sich diese gute Freundin von dir ja vornehmen, 5 Tage lang jeden Tag genau 5 Minuten mit Stretching zu verbringen. 5 Minuten auf der Eieruhr einstellen und dann wirklich 5 Minuten intensives Stretching machen. Aber erstmal wirklich nur für 5 Tage. Das ist machbar, das ist klein, das ist ein sehr überschaubarer Horizont und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das durchhält, ist viel, viel größer. Wenn es um ja, so große Laster geht, ne, also zum Beispiel ein Faible für Süßigkeiten, dann empfehle ich sogar noch kleiner anzufangen. Also zum Beispiel 3x3. 3 Tage lang wirklich nur 3 Kekse am Tag. Und dann bitte nicht solche Kekse, sondern normal große Kekse. 3 Tage, 3 Stück pro Tag. Das ist überschaubar, einfacher und es ist einfach so, dass es uns eher gelingt, 3 Tage lang sowas durchzuhalten, als wenn wir uns das direkt für einen riesengroßen Zeitraum vornehmen. Oder sowas ne, wie gar keinen Zucker mehr. Das schaffen die allerwenigsten Menschen. Der Trick ist, sich selber nicht permanent zu enttäuschen. Also sich selber nicht die ganze Zeit zu zeigen, dass man ja eigentlich eine ziemliche Pfeife ist, weil man das, was man sich vornimmt, nicht durchhalten kann. Sondern das Ganze umdrehen, das etwas vornehmen so klein machen, dass ich es auf jeden Fall auch schaffen kann. Bei mehr Bewegung ist zum Beispiel auch eine Idee zu sagen, 4 Tage lang jeden Tag 40 Treppenstufen raufgehen. Das ist überschaubar, das kann ich relativ einfach mitzählen und das kann ich auch schaffen. Und wenn ich jetzt nicht zufällig gerade irgendwo unterwegs bin, wo ich viele Treppen laufen muss, ja, dann suche ich mir eben 4 Tage hintereinander irgendeinen Ort im öffentlichen Raum und renne da halt so lange rauf und runter, bis ich 40 Treppenstufen hochgegangen bin. Wenn das gelingt, wenn dir diese kleinen 3x3, 4x4, 5x5 Initiativen gelingen, dann darfst du größer werden, aber wirklich auch erst dann. Dann darfst du zum Beispiel auch auf irgendetwas gehen, was du 7 Tage lang versuchst oder sogar 14 Tage oder sogar 30 Tage. Allerdings würde ich dann immer dazu raten, dass du dir eine Ausnahmeregel erlaubst. Was meine ich damit? Wenn du dir etwas für 7 Tage vornimmst und so eine Woche ist verdammt lang, dann solltest du dir erlauben, du musst es nicht tun, aber du erlaubst es dir ein einziges Mal, also einen einzigen Tag, das, was du dir vorgenommen hast, nicht umzusetzen. Bei 14 Tagen würde ich dir selber raten, dass du dir erlaubst, 2-mal es nicht umzusetzen und trotzdem noch davon zu sprechen, dass du es dir für 14 Tage vorgenommen hast und diese 2 Aussetzer, die erlaubst du dir. Ja, und wenn du Richtung 30 Tage gehst oder sogar noch länger, dann gibt es noch eine wunderbare, ganz einfache Regel und die lautet niemals, niemals 2 Tage hintereinander aussetzen. Einen Tag aussetzen ist mal okay, aber nicht
2 Tage hintereinander aussetzen. Also wenn du heute zu faul, zu müde, zu was auch immer gewesen bist, dann musst du es morgen unbedingt tun. Du darfst nicht 2 Tage hintereinander aussetzen. Das wird dann ganz, ganz wichtig, wenn du auf längere Zeiträume gehst. Denn damit sorgst du dafür, dass du zwar aussetzen darfst, dich aber am nächsten Tag wieder sehr motiviert siehst und hoffentlich auch diszipliniert genug bist, dann wieder deinen Erfolg umzusetzen. Es ist wichtig, dass wir uns selber das Gefühl geben, dass wir Dinge schaffen und uns nicht permanent selbst das Gefühl geben, dass wir Dinge nicht schaffen. Und wenn das, was wir uns vornehmen, wenn die guten Vorsätze viel zu groß sind, dann sorgen wir einfach für eine permanente Selbstenttäuschung. Und die tut dir nicht gut und damit tust du deiner Umwelt nicht gut. Deswegen keine guten Vorsätze, sondern ganz kleine, minimale 3x3, 4x4, 5x5 Vorhaben und erst dann an die größeren Themen und die längeren Zeithorizonte drangehen. Das ist mein Tipp für dich heute.